Hallo, einen wunderschönen guten Tag. Ja, heute bereiten wir unsere Reise vor. Für Samstag fahren wir wieder los und ich veröffentliche vorher aber noch den Teil 7 unserer Ostseereise. In Teil 7 fahren wir von Wismar los Richtung Elbe und dann über den Harz nach Hause. Ja, wir hatten ein bisschen Pech mit dem Wetter. Ja, im Harz hat es halt schon ziemlich viel geregnet, aber es war trotzdem eine wunderschöne Rückfahrt. Den Harz nehmen wir definitiv, vielleicht genauso wie die Elbe, nochmal auf eine andere Reiseroute mit als Ziel auf, weil da haben wir viel zu wenig gesehen. Also Harz ist zum Wandern viel, viel besser geeignet, als ich dachte. Ich habe den mir auch viel kleiner vorgestellt, als er dann tatsächlich war. Ich wünsche dir jetzt ganz viel Spaß mit diesem Video und ich arbeite auch an der Tonqualität. Ich hoffe, das wird jetzt in den Videos auch ein Stück weit besser. Bis dann. Tschüss. Einen wunderschönen guten Morgen. Wir sind in Wismar. Heute ist der 17. Juli 2023. Ja, es ist Montag. Heute haben die Geschäfte offen und wir gehen gleich noch mal in die Stadt. Großes Sportprogramm hier ist schwer möglich. Wir sind hier sehr zentral in Wismar auf einem Wohnmobilstellplatz. Ich zeige dir den gerade mal. Ja, man steht hier recht eng. Ja, momentan explodiert der Laufteil von gestern gerade. Und ich habe heute Morgen, laden wir auch schon im nächsten Video hoch, weil wir hier ein halbwegs stabiles Netz haben. Nun gut. Ja, wir haben uns noch von einem anderen Kanal, das habe ich den Namen wieder nicht, aber ja, ich gucke mal nach. Aber da gab es so einen Testbericht von den Toiletten und der Camper meinte, der Kollege meinte, dass die Glesana-Toilette für Ältere wohl die Wahl wären. Ich persönlich denke, dass das auf jeden Fall eine gute Toilette ist, als Alternative zur Kassettentoilette. Allerdings sollte man das nicht am Alter festmachen, ja, weil wir haben uns ja zum Beispiel auch für eine Trockentrenntoilette entschieden, wobei ich die Glesana auch gut finde, gar keine Frage. Ja, jetzt scheint die Sonne sogar, heute Morgen hat es genieselt und jetzt mache ich so ein ganz, ganz, ganz kleines Mini-Gymnastikprogramm und dann gehen wir auch schon los. Wir fahren heute weiter Richtung Elbe, ja, und Richtung Süden, verlassen also die Ostsee und ja, fahren Richtung Heimat. Bis später, tschüss. So, Abmarsch. Gehen jetzt in die Stadt. Wir haben das Altglas dabei. Da vorne sieht man die Entsorgungsstelle. Ja, hier ist massig Betrieb heute Morgen. Ja, wir haben uns sehr weit an den Eingang gestellt. Das würde ich nicht machen, wenn man länger als ein Tag bleibt. Ja, diese Plätze hier finde ich besser hier hinten. Da ist der Hafen. Da sind wir ja gestern Abend noch mal lang gelaufen. Aber wir biegen heute ab. Da gibt es ein Netto, da können wir die Flaschen abgeben. Wir gehen heute eine Strecke ein bisschen weiter geradeaus, also über den Stadtring hinweg. Da soll es noch so Parkanlagen geben, die wir uns ansehen wollen. Dann mal gucken. Ja, das Essen gestern war ja wirklich gut, aber es kam nicht an das andere Essen heran, das wir da in der Müritz hatten, in dem Italiener. Okay. Aber das ist ein Burgerende. Ja, okay, Burgerende hatten. Das war nochmal wirklich ein Tick besser. Aber war gut, war auch gut satt, hat einen leckeren Wein. Hier ist es auch deutlich teurer als im Burgerende. Also wenn ihr gut essen gehen wollt, nehmt Burgerende und nicht Wismar. Obwohl ich denke, hier gibt es auch ganz, ganz viele Lokale. Das haben wir vielleicht nicht das Beste erwischt. Ja, aber es war gut. Hat Spaß gemacht, der Abend. Jetzt oben, da oben ist ein Brot. Die Freimaurerloge hat hier einen ihrer Sitze. Hier hat man sogar den Blick aufs Meer. Ja, ist schon deutlich voller als Gäste. Eine erste Parkanlage haben wir jetzt erreicht. Die versuchen wir jetzt auch entlang zu laufen.
Das dachte ich jetzt erst auch. Ja, das mit den Parkanlagen hatte ich mir so ein bisschen anders vorgestellt. Jetzt gehen wir unter der Umgehungsstraße entlang. Ein Lost Place da hinten. Ja, die Karte sagt mir, es macht wenig Sinn, da weiterzulaufen. Wir entfernen uns da von der Stadtmitte, was wir so weit gar nicht wollten. Ja, das mit den Parkplätzen ist hier in der Stadt wirklich gut gelöst. Ja, sieht so ein bisschen aus wie eine alte Stadtmauer. Hier war mal ein Kloster, lesen wir gerade. Und wir nehmen jetzt an, die Mauer gehört zu diesem großen, zu dieser großen Klosteranlage. Da vorne irgendwo müsste jetzt der Marktplatz sein. Jetzt haben wir noch so einen Kaffee gefunden hier am Marktplatz nach der Thüringer Rostbratwurst. Einmal ein letzter Blick zur Hafenanlage, da wo wir gestern auch essen waren. Ja, jetzt geht's zurück. Nochmal einen Blick auf diesen kleinen Hafen. Wir fahren jetzt los, haben jetzt auch nichts mehr weiter gemacht hat und verlassen das schöne Wismar und auch die Ostseeküste. Also Wismar ist wirklich schön, da gibt es auch diese Poesie, also ganz viele schön geschriebene Sprüche an den Scheiben. Ja, es war wirklich toll. Auf dem Marktplatz gibt es übrigens an so einer Ecke auch super gute Thüringer Rostbratwurst. Ja, und die Strecke heute Richtung Elbe sind 142 Kilometer geschätzt, gute 2 Stunden. Ja. Diese Straße ist quasi ein kompletter Ring, eine komplette Ringstraße um die Innenstadt herum. So, gleich biegen wir nach Süden ab. Das ist die Autobahn 14. Ja, war toll hier. Die Reise bisher war wirklich schön. Ja, wir waren jetzt 3 Wochen unterwegs. Das ist jetzt die 4. Woche, beginnt heute. Wir fahren noch auf der Autobahn. Das wird auch noch ein bisschen dauern. Wir biegen ab auf die A24 Richtung Hamburg. Wir haben die Autobahn jetzt verlassen und fahren jetzt Richtung Wittenburg, jetzt links nach Fellern. Jetzt sind wir auf der Landstraße angekommen. Ein Eindruck von der Landschaft hier. Sind wir auf der Bundesstraße 5 Richtung Lauenburg. Jetzt sind wir im Biosphärenreservat der Elbe. Wir fahren aktuell Richtung Lüneburg. Lüneburg sind noch 54 Kilometer von hier. Jetzt sind wir in Niedersachsen. Das ist der Landkreis Lüneburg. Wir sind jetzt in der Elbe angekommen. Wir sind jetzt gleich bei der Fähre Bleckette und fahren mit der Fähre, so hoffen wir zumindest, dass es klappt, über die Elbe. Vor uns ist auch so ein Gewittergebiet und gleich sind wir an der Fähre. Ja, die Fähre fährt jetzt leider nicht, also kehren wir jetzt umfahren zurück zur Bundesstraße bis zur nächsten Brücke. Jetzt sind wir auf der Bundesstraße und fahren bis zur nächsten Brücke. Das ist die Bundesstraße 195. Jetzt beginnt es etwas zu regnen. Ja, das Gewitter hat uns jetzt eingeholt. Eieiei. Ja, wir bleiben jetzt hier auf diesem Stellplatz. Es ist ein heftiges Gewitter hier unterwegs. Und wir wissen jetzt nicht, wie das mit den Brücken ist. Und ja, der Stellplatz hier ist super. Die Gemeinde hat hier einfach ein paar Stellplätze aufgebaut auf einem Parkplatz. Um anscheinend von hier aus direkt auch in die Innenstadt laufen zu können. Ja, das Ort heißt, ich gucke mal gerade nach, ich habe es gerade mir angeguckt.
Der heißt Beutzenburg an der Elbe. Ja, sieht gut aus eigentlich. Ja. Aber das Gewitter warten wir jetzt ab und dann sehen wir uns das Ganze mal an. Wir sind jetzt angekommen in Beutzenburg an der Elbe. Wir hatten keine Lust mehr weiterzufahren. Es hat dann gewittert und irgendwie waren wir beide auch müde. Und ja, wir hätten jetzt die Brücke suchen müssen, wir hätten dann an der Elbe zurückfahren müssen. Nee, wir hatten dann keine Lust mehr. Wir sind einfach jetzt hier geblieben, machen morgen eine längere Tour. Jetzt gehen wir einfach noch ein bisschen spazieren hier in dem Dorf. Klasse ist, dass hier in dem Dorf, das haben wir einfach an der Straße gesehen, aber wir haben jetzt auch festgestellt, da steht auch ein Park von Neid. Da findet man, hier so einen Parkplatz, der einfach so von der Gemeinde zur Verfügung gestellt wird. Es gibt sogar Strom, wenn ich das richtig sehe. Ja, hier Eindruck von dem Platz. Es gibt noch einen zweiten Stellplatz, der ist irgendwie auf der anderen, da hinten, näher noch an der Elbe, wenn ich das richtig gelesen habe. Hier ist sogar ein Hafen, hier kann man die Elbe sehen. Hier ein Schild, die Altstadt Beutzenburg an der Elbe. Ja, da laufen wir jetzt einfach mal rum. Ja, und hier ist es richtig kalt. Und hier unten kommt man auf die Fernwege. Es ist ein schönes Städtchen hier. Die Kneipen haben leider zu Betriebsurlaub hier. Eigentlich hat hier alles zu, habe ich den Eindruck. Ja, wir vermuten, dass der Grieche vielleicht auf hat. Das hier ist jetzt die große Waldstraße. Ja, sieht so aus wie so ein kleines verschworenes Dorf. Ich denke da gerade an Hunsdorf, das war ein Ort in Frankreich, das ist im Norden vom Elsass. Da hatten wir auch mal einen Film drüber gedreht. Ja, der Baum ist noch ein bisschen klein, aber der wächst bestimmt noch. Auch interessantes Bauwerk. Einen kleinen Kanal. Hier ist ein altertümlicher Weg. Monika sucht gerade die Raute zu dem Griechen. Der soll laut Google aufhaben. Aber wir haben eben auch eine Pizzeria gesehen, die wohl aufhat. Hier gibt es sogar einen kleinen Berg. Ja, der Grieche hätte zwar keinen Ruhetag, aber hat Betriebsferien. Jetzt haben wir keine Lust mehr. Wir laufen jetzt zurück. Ja, zu essen und zu trinken haben wir. Heute ist nicht unser Tag und es regnet und es ist kalt. Wir sind jetzt ganz oben auf diesem Berg, den wir vorhin gesehen haben. Da sind wir einmal einen schönen großen Kreis hier gelaufen, in dem Ort. Das hier wäre jetzt das Lokal, aber angeblich macht das jetzt auch bald zu. Mal sehen, ob man noch essen kann. Das gleiche nochmal. Das Essen war lecker. Ja, nach dem leckeren Essen hier, das war eigentlich kein so typischer Italiener, geht es jetzt zurück zum Stellplatz. Wow, hier ist richtig kalt. Gleich hole ich meine Jacke auch noch raus. Schön. Und der Blick auf den Stellplatz. Man sieht jetzt nur die großen Wohnmobile, unsere kleinen ist schwer zu erkennen. Ja, wir sind jetzt auf dem Stellplatz in Beutzburg noch und ja, ich habe gerade so unseren Blog aktualisiert, die Daten übertragen und ja, es ist heute Dienstag, ich glaube schon der 18. Ja, der 18. Juli und der Stellplatz ist klasse, kostet nichts. Ja, gestern Abend hatten wir hier einen wunderschönen Spaziergang durch die Altstadt gemacht. Heute Morgen mache ich einen kleinen Lauf an die Elbe, sonst werde ich wirklich dick und dicker. Das geht so nicht weiter. Das gefällt mir hier. Oh, was ein Gelände hier.
Ja, hier wird viel getan. Das ist der Berg, wo wir gestern Abend hochgelaufen sind. Ja, wir sind hier in einem Naturschutzgebiet. Ein Naturerlebnis zwischen Elbe, Sute und Boas. Boas nehme ich mal an, oder Beuze, Boas, keine Ahnung. Und das zählt jetzt zum UNESCO-Biosphärenreservat in der Flusslandschaft Elbe-Mecklenburg-Vorpommern. Von den Häusern da oben hat man bestimmt auch eine schöne Aussicht. Hier ist jetzt ein schöner Aussichtspunkt an der Elbe. Ja, die Elbe ist schon deutlich größer. Dieser Weg hier ist auch als Radweg ausgeschildert. Ein Turm und noch ein Ausruhpunkt. Das ist der ehemalige Grenzturm, ein historischer Unterschlupf für geschützte Arten. Dieser Ausruhpunkt ist drehbar gelagert. Ja, und hier auch nochmal. Ja, hier kommt ein erster Übergang zurück. Und ich sehe gerade, hier laufe ich auch zurück. Dann müsste das der entfernteste Punkt vom heutigen Lauf sein. Der soll ja so circa 7 Kilometer haben. Ja, es gibt viele sinnvolle Klimawandelmaßnahmen. Es ist nicht alle so schlecht wie die, die die Regierung hier sich vorstellt. Schön. Der Rückweg. Da sieht man schon die Kirche von Wolfsburg. Jetzt biege ich ab Richtung Ort. Überall solche Seitenarme. Schön, oder? Hier ist jetzt wieder Beutzenburg an der Elbe. Ludwigslust-Parchim ist der Landkreis. Wie schön. Ja, jetzt bin ich falsch gelaufen. Ja, die Tour ist halt von jemand anders gelaufen worden, der einen anderen Startpunkt hatte. Ich glaube, es ist noch ein kleines Stück durch die Innenstadt. Biege gleich links ab. Zum Parkplatz ist es nicht mehr weit. Ja, da war auch das Eiscafé oder das Café. Das soll sehr gut sein. Vielleicht gehen wir da gleich noch hin. Ja, hier gibt es so versteckte Geheimwege. Schönen guten Morgen. Heute ist es Mittwoch, der 19. Juli 2023. Wir sind in Elend im Harz. Wunderschön hier in einem Waldbad. Der Parkplatz ist auch im Park von Alt. Ich dokumentiere das wie immer unten in den Links. Ja, es ist wirklich klasse. Wir haben hier heute, also heute Morgen gab es hier schon eine gemütliche Runde. Ich hatte ja schon das ein bisschen dokumentiert. Hier mit Stricken, glaube ich. Gell? Stricken, nicht Häkeln. Stricken und Steine bemalen, Yoga. War wunderschön der Morgen. Als Frühstück gab es ein bisschen Obst und wir fahren jetzt gleich, wir fahren nicht los, sondern wir machen jetzt gleich eine kleine Wanderung. Ich habe eigentlich eine rausgesucht mit 20 Kilometern. Das Dumme ist, ja, wir haben gestern nichts eingekauft. Das heißt, wir müssen die Wanderung so machen, dass wir unterwegs in einem Geschäft vorbeikommen und zumindest mal Kaffee kaufen können und solche Dinge. Ja, das machen wir auch. Wir laufen jetzt nach Schirke. Das sind circa 9 Kilometer hin und zurück. So, jetzt laufen wir los.
Ja, das sind auch ganz, ganz liebe Nachbarn. Haben wir mit den Nachbarn haben uns heute Morgen unterhalten. Und hier ist das Waldbad. Ja, hier umgesehen haben wir uns gestern nicht mehr. Das war ja so eine lange Fahrt gestern, über 350 Kilometer. Aber hier ist ein wunderschönes Schild. Wohnmobile willkommen. Ja, die Kosten betragen, glaube ich, rein für die Übernachtung 5 Euro. Und dann kommt noch irgendwie Kurtaxe dazu, auch nochmal 5 Euro für zwei Personen. Ja, die Öffnungszeit ist bis 20 Uhr. Und hier fährt auch ein Zug vorbei, da oben, da wo dieses Andreaskreuz ist. Das ist diese Dampflok, die wir auch gestern gesehen haben. Ein Blick nach Elend. Ja, hier gibt es leider kein Geschäft. Zumindest haben wir keins finden können. Hier der Bahnhof von Elend. Hat so ein richtig Originalbahnhof. So was würde mir ja gefallen, wenn ich so eine Märklin-Eisenbahn hätte, so eine Spieleisenbahn. Ja, und hier sind jetzt auch schon die Wanderwege ausgeschildert. Wir sind auf dem Heinrich-Heine-Weg. Hier rechts geht es zur alten Rodebahn. Ja, hier gibt es jetzt verschiedene Wege nach Schirke. Das sind so 2,5 Kilometer etwa. Jetzt sind wir am Teufelsstieg. Hier beginnt derjenige Teil des Teufelsstiegs, der durch die Gegend von Elend und Schirke führt. Hier ein Schild zum Elendstal. Und dort sind noch heute die Reste des ursprünglichen Harzwaldes mit einer artenreichen Kraut- und Strauchschicht erhalten. Ja, jetzt gehen wir aber hier den Mühlenweg weiter. Mal ein etwas schmalerer Weg. Dieser Weg ist jetzt nicht allzu schwierig und schön. Ja, heute ist es richtig herbstlich hier zum Teil. Es windet ein bisschen, es nieselt. Felsenmeer und ein geheimnisvolles Haus. Monika zeigt auf dieses Haus. Das wirkt richtig unheimlich. Hier vor uns müsste jetzt Schirke beginnen. Waren wir eben in der Töpferei. Da gibt es super, super schöne Sachen. Und jetzt gehen wir am Doktorhaus vorbei, irgendwo geradeaus. Hoffentlich finden wir den Laden. Hier ist das alte Forsthaus, wo heute dann Ferienwohnungen zur Verfügung gestellt werden. Hier gibt es die Schirker Feuerstein-Arena. Rollschuh-Disco, Hüpfburgen, Spiele, Schach. Oh, wenn es mal regnet, hat man hier genug zu tun. Sogar Minigolf. Und so eine Art Kletterseilkarten, Spielplatz gibt es auch. Und hier ist so eine Art Kurpark. Ja, wir laufen noch ein Stückchen durch den Kurpark und suchen dann per Handy das Geschäft. Ja, die Einkaufsmöglichkeit ist hier am Ortsende. Man kann wirklich durch den Ort, durch den Kurpark gehen und kommt hier bei dem PUG-Kauf Schirke raus. Und das Wetter wird gerade auch besser. Der Regen hat jetzt aufgehört und es kommt sogar ein bisschen die Sonne raus. Das haben wir eingekauft. Ist nicht schlimm, brauche ich nicht. Und es gibt leckeres Eis für die Monika und Kaffee. Kurort oder als Urlaubsort. Guck mal hier, wie hier die Häuser liegen. Also Schirke, definitiv. Ist ein Tipp, wenn man hier im Harz Urlaub machen möchte. Ich glaube, das ist einer der schönsten Orte, die ich bisher hier kennengelernt habe. Schirke ist schon auf Tourismus ausgelegt. Ich habe jetzt mehr Ferienwohnungen gesehen als jetzt Hotels. Ferienwohnungen gab es viele und einen Campingplatz gibt es hier wohl auch. Das ist jetzt die andere Seite von Schirke. Wir sind jetzt quasi vom Kurpark runter, so ein bisschen ins Tal und auf der anderen Seite wieder hochgelaufen. Genau in die andere Richtung wäre übrigens der Brocken.
Ja, ich schätze mal, das ist eine Wanderung von Schirke zum von hier zum Brocken, so circa 15 Kilometer werden. Es gibt auch einen Weg hoch zum Brocken, der wohl auch Fahrrad und Skater geeignet ist. Schirke, Waldperle, ja, und Brocken halt hier unten. Klettern, ja, gibt es wirklich alles. Also Stellplätze habe ich jetzt hier keine gesehen. Vorhin sind wir jetzt unten im Tal gelaufen. Und jetzt sind wir ein bisschen oben auf einer Anhöhe. Und da ist auch der Brocken. 1142 Meter hoch, habe ich vorhin gelesen. Ja, man sieht den Brocken von hier aus. Ja, da unten scheint es ein Gewittergebiet zu geben. Hier auf dem oberen Weg hat man auch eine wunderschöne Aussicht. Jetzt kann man Schirke von oben sehen. Und hier ist eine wunderschöne Ausruhstelle. Das ist die Helenenruhe. Die Helenenruhe. Der Brocken ist der kälteste, niederschlags- und gewitterreichste Ort in den neuen Bundesländern. Oh, da hinten sind ganz dunkle Wolken. Das sieht schon aus wie so ein kleiner, verwunschener Pfad hier. Also der, der den Track hochgeladen hat, der kannte sich aus. Also den Weg hätte man extrem leicht übersehen, wenn man ihn nicht kennt. Also ich hätte ihn übersehen. Also nach Schildern ist hier nicht so einfach zu laufen. Ja, es wird auch schwieriger zu gehen. Na gut, also andersrum macht die Strecke mehr Sinn. Wegen der Aussicht und weil dann dieser Weg natürlich auch deutlich leichter zu gehen ist. Ja, das ist abschüssig. Nimm den Baum da oben. Ja, es ist wirklich ein schöner Weg hier. Ja, ich weiß, den Rucksack. Was ein Weg. Boah, hier. Guck mal da. Und sowas hier entdeckt man unterwegs. Ja, hier gab es jetzt so zwei Weggabelungen. Und es kann sein, dass ich jetzt die falsche genommen habe. Das heißt falsch und richtig. Aber die lagen auch nur ein paar Meter auseinander. Aber hier habe ich jetzt ein Schild gesehen, dass es hier irgendeine Ruine gibt. Jetzt wollte ich mal gucken, ob man die irgendwie sehen kann. Ja, da ist ja ein grüner Punkt. Habe ich vorhin nämlich auch schon gesehen auf der anderen Route. Ja, tatsächlich, hier geht es jetzt runter. Hoch. Ja, ist gut steil hier. Hey, wow, die waren ja echt fleißig damals. Da muss man schon ein bisschen hochklettern hier. Oben. Jetzt wieder runterklettern. Ja, jetzt laufe ich den Weg wieder runter. Also die Leute, die die Tour hochgeladen haben, haben sich ausgekannt. Diese Wege hätte man so nicht gefunden. Zumal überall wieder rechts und links manchmal so Mini-Trampelpfade abgingen. Hier könnte einer sein. Ja, stimmt, aber hier vor mir müsste ich jetzt rüberkommen. Sieht halt auch nicht nach Weg aus. Hier könnte auch mal ein Weg gewesen sein. Hier noch ein Stück, ach, da kommt man rüber. Hat mich vollkommen allein gelassen. Hat sich versteckt. Ja, jetzt bin ich wieder unten auf dem breiten Weg. Ja, diese Wege da hinten, die waren echt anspruchsvoll, da hoch zu dieser Burg. Und die Felsen und das Tal dahinter waren ja echt beeindruckend. Ja, jetzt denke ich, geht's ganz normal den Weg, den wir auch hergelaufen sind, zurück
nach Ehlen zum Stellplatz. Und dort freuen wir uns schon auf die Kneipe. Monika meinte, sie hätte jetzt top gute Laune. Das ist die Runde wieder. Ja, und da gibt es dann das verdiente Bier. Waldfreibad, Waldbad Schenke. Das ist cool. Also hier kann man wirklich ein paar Tage bleiben. Also ich wüsste jetzt auf Anhieb schon zwei große Ziele, die mir fehlen würden. Bis 19 Uhr die Küche. Ich habe die Blumen über mir. Ja. Also kann ich nur empfehlen hier. Ist super gut. Macht Spaß. Und hat es dir gefallen, Monika? Ja, ich fand es schön. Wir haben leider nicht sehr, sehr viel gemacht hier. Leider nur eine Wanderung. Den Lauf habe ich heute Morgen auch nicht gemacht. Es hat heute Morgen den ganzen Morgen geregnet und ja, es haben uns dann beschlossen, jetzt loszufahren und dann draußen hier nichts mehr zu machen, sonst wären wir noch mal einen Tag hier geblieben. Ja, es hat heftig geregnet die Nacht. Man sieht hier die Pfützen überall, aber es trocknet schon. Ja, der Wirt von der Kneipe ist auch super toll, also war super nett. Wir hatten viel Spaß hier. Ja, die Ortsdurchfahrt ist gesperrt, deswegen jetzt den Weg zurück. Ah, wie schön. Boah, was eine Aussicht. Schlierke, hier sind wir gestern hergelaufen. Ah, wie schön. Super schöne Strecke. Das Wetter ist jetzt auch wieder besser. Wir fahren jetzt gleich rechts Richtung Elbingerode. Also in die andere Richtung. Und hier oben hätten wir auch wunderschöne Wanderungen machen können. Also das machen wir noch. Das sind alles so Dinge, die wir uns aufheben. Wir sind jetzt in Elbingerode. Jetzt verlassen wir die schönen Gegenden vom Harz. Wir sind auf der Bundesstraße 27 und fahren nach Süden. Mal der Blick zum Harz. Ja, jetzt sind wir in der Hexengegend. Haha. Wir fahren jetzt auf die Bundesstraße 242, auch Richtung Braunlage. Hier an dieser Stelle war früher auch der Grenzzaun. Wir sind im Landkreis Göttingen. Wir sind immer noch im Harz. Ich habe gar nicht Erinnerung, dass der Harz so groß ist. Wahnsinn. Bitte? Hm. Ich aber. Das war's auch. Ja, gleich sind wir jetzt auf der Bundesstraße 3. Das heißt, wir nähern uns auch Hessen. Jetzt sind wir auf der A7 angekommen und fahren jetzt Richtung Kassel. Hallo, jetzt ist es Donnerstagabend und wir haben uns entschlossen, die Reise heute zu beenden. Wir sind in Nauroth gut angekommen und damit endet auch unsere Rundtour. Ja, ich berichte wie immer in den Filmen. Wir haben jetzt 9 Tage Zeit, bevor wir zur nächsten Tour aufbrechen.